Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Skyrim Remastered. Woo! Ich bin sowas von tot, ey. Oh Gott, ich will eigentlich am liebsten pennen gehen. Aber ich muss für morgen voraufnehmen, weil ich morgen wieder nicht da bin. So, wir wollen zu Isran. Isran ist unser Mann. Festung Dämmerwacht. Oh Mann, Leute, ey. Irgendwann kommt noch ein, also nicht ein Informationsvideo, aber so ein, ich sag jetzt mal, kein Vlog, sondern ja, eine Art, das ist mein Leben, Log. So. Da werde ich euch mal erzählen, was ein ganz bestimmter Beruf, was man da machen muss und so. Werde ich jetzt hier aber noch nicht spoilern. Oh Mann. Bin schon sehr gespannt. Na, Isran. Der Bogen. Ihr habt Auriels Bogen. Ich habe davon in Legenden gehört, aber ich hätte mir seine Schönheit nie vorstellen können. Nie vorstellen können. Wir brauchen eure Hilfe, Isran. In der Tat, der Kampf ist nicht vorbei, solange Harkon noch immer auf Tamriel wandelt. Aber was ist mit Serana? Können wir darauf vertrauen, dass sie das Schwert gegen ihre eigene Art erhebt? Gegen ihre eigene Familie? Ich vertraue darauf, dass sie das Richtige tun wird. Das ist kein Ja. Mehr kann ich wohl nicht erwarten. Lasst mich zur Dämmerwacht sprechen. Dann brechen wir auf. Die Männer verdienen es zu hören, dass wir endlich die Oberhand gewonnen haben. Hey, alle mal herkommen. Na los, wir haben ja nicht den ganzen Tag Zeit. Instant kommen alle, obwohl er spricht wie eine Maus. Oh, doch mehr Leute als ich dachte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben diesen Vampiren viel zu lange erlaubt, die Nacht zu vergiften und unsere Leute zu töten. Jetzt haben wir endlich die Mittel für einen Gegenschlag. Jetzt haben wir Auriels Bogen. Und wenn selbst die Götter es so wollen, dürfen wir nicht untätig bleiben. Die Zeit ist gekommen, Harkon und seine unheilige Prophezeiung ein für allemal auszulöschen. Wir werden zu ihren Schlupfwinkeln marschieren und diese abscheuliche Kreaturen zerstören, auf dass sie nicht länger unsere Welt verderben können. Dies ist unser Kampf und dies ist unser Schicksal. Die Zeit der Dämmerwacht ist gekommen. Tötet die Scheusale! Es ist so weit. Zwischen die Augen. Hetzt ihnen den Troll auf den Hals. Es wird Zeit, dass wir den Kampf vor ihren Türen austragen. Sammelt eure Ausrüstung und ruht euch aus, mein Freund. Wir treffen uns vor Burg Volkihar. Volkihar? Mit Auriels Bogen gegenüber. Bleibt wachsam. Was hast du nur dazu zu sagen eigentlich? Oh, was gibt es? Hi. Ach, keine Ahnung, gar nichts. Ich dachte, sie hat vielleicht neue Dialogoptionen. Ich werde ihn wohl ausrüsten müssen. Denn ich bin Isran. Isran ist geil. Ja moin, Isran ist geil. So redet der doch. Richtig komisch, ey. Okay, so, wo ist denn Burgwolke? Ja, da oben war die, stimmt. Let's go! Ich habe keinen Bock, von A nach B zu laufen. Das wäre auch ganz schön lang. Das wären, glaube ich, locker 3 Folgen. Nur laufen. Fuß! Ich wollte noch Aua und dann mein Fuß sagen, aber hat sich wohl erledigt. Wir kommen. Und wir haben einen Bogen.
glaube, das war falsch. Da. Fuck you! Fuck you! Ach, das sind Gegner! Sag mir das doch einer. Ich habe keine Magie mehr. Sag mir das doch einer, dass das Gegner waren, verdammte Scheiße. Wer ist denn er hier? Oh. Für die Dämmerwahn. Für Himmelsein. Was macht er denn da drauf, ey? Wie kommt er da rauf? Lass keinen Vampir entkommen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Der Fight, der Endfight. Ist das die letzte Folge mit dem DLC Dawnguard? Davenguard? Oder nicht? Das werden wir heute sehen. Was war das? Wer ist da? Hier drüben! Deine Mutter! Deine Mutter! Deine Mutter! Eure Eltern! Wer ist denn jetzt hier der Gute, wer ist der Böse? Lässt du mal meine Serana in Ruhe? Sag mal. Nee, Quatsch. So. Da Magieresistenz, zack. Zusätzliche Magika, ewige Magika. Jetzt geht's los! Oh. Sorry, ist ran. Einer noch. Holla hi, holla ha. Stirb. Ah, okay, der hat Schlachterfisch in seiner Hose. Ha, ich hab was geklaut. Jetzt geht's los. Serana. Ich sehe, dass ihr euch immer noch an der Gegenwart eines Tieres erfreut. Ihr wisst, warum wir hier sind. Natürlich weiß ich das. Ihr enttäuscht mich, Serana. Ihr habt alles angenommen, was ich euch gegeben habe, und es dann für dieses armselige Wesen weggeworfen. Was ihr mir gegeben habt? Bruder! Ich werde den Himmel verdunkeln! Ja. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Ich wollte ihn sofort erschießen. Was? Batterie ist fast leer? Am Arsch ist Batterie fast leer. Ein Herausforderer ist in der Nähe. Ich werde den Himmel verdunkeln. Deine Mutter wird den Himmel verdunkeln. Oder so. Mal gucken. Ich habe keine Pfeile mehr? Das ist uncool. Ich habe gar keine Pfeile mehr. Ich muss den... Ich habe keine Pfeile mehr. Na gut,
Ja, ich habe keine Pfeile mehr. Alter, wie soll ich denn den Bogen nutzen, wenn er keine Pfeile hat? Hier! Ja. Ich habe keine Pfeile mehr, das ist doch dumm! Wie soll man denn gewinnen, wenn man keine Pfeile hat? Ja, es geht nicht! Gibt's hier denn irgendwo Pfeile? Kann ich einfach abhauen? Leute, ich bin am Arsch. Ich habe keine Pfeile dabei. Ich bin komplett für den Arsch. Nee, sorry, ich muss das neu laden. Es tut mir unglaublich leid. Anders geht's nicht. Sorry. Dann müssen wir uns das jetzt alles nochmal anhören. Hätte ich das gewusst, dass dafür der Bogen da ist, ne? Die Pfeile. Da hätte ich die Pfeile nicht so verschwendet am Anfang. Ach, Mann. Yippie, wuhu, nochmal die ganze Scheiße. Oh Mann, ey. Kann ich das nicht einfach alles skippen oder so? Geht das nicht? Ich will nicht unbedingt cutten jetzt. Dazu bin ich jetzt einfach zu tot. Nach so einem Tag, ey. Der Bogen. Ich habe davon in Legenden gehört. In der Tat. Aber was ist mit Serana? Mehr. Lasst mich zur Dämmerwacht sprechen. Dann brechen wir ja, ab. Ja, juhu. Die Männer verdienen es zu hören, dass wir endlich die Oberhand gewonnen haben. Hey. Alle mal herkommen. Na los, wir haben ja nicht den ganzen Tag Zeit. So. Während der da erzählt, kann ich euch ja mal eine kleine Geschichte erzählen. Es ist Storytime. Oh, hi. Der Anblick gefällt mir bisher am besten. Vor allem da, wo der Cursor gerade hinzeigt. Gott. Ja. Wir haben diesen Vampiren zu lange erlaubt, ich kann nicht mehr. Vergiften und unsere Leute zu töten. Jetzt haben wir endlich die Mittel für einen Gegenschlag. Jetzt haben wir Auriels Bogen. Und wenn selbst die Götter es so wollen, dürfen wir nicht untätig bleiben. Die Zeit ist gekommen. Hakon und seine unheilige Prophezeiung für allemal auszulöschen. Wir werden zu ihren Schlupfwinkeln marschieren und diese abscheuliche Kreaturen zerstören, auf dass sie nicht länger... Eine Geschichte wollte ich euch erzählen, stimmt ja. So Leute, der quatscht mir die ganze Zeit hier rein, aber ist auch egal. Kennt ihr den Beruf Medientechnologe?
Die Zeit, ich kannte ihn bis heute auch noch nicht. Gekommen. Oder besser gesagt, bis vor kurzem. Und der Medientechnologe stellt man sich wahrscheinlich was richtig Gehobenes vor, aber ein Medientechnologe ist einfach jemand, der an der in der Druckerei arbeitet. Ja, wissen wir. Wir treffen uns vor Burg Vorgia. Ja, Maul halten. Mann, ey. Ist das zum Kotzen manchmal hier? Medientechnologe ist immer in der Druckerei und so ein Scheiß und ja. Dazu will ich euch nämlich mal mehr erzählen eigentlich. Was kann ich denn Lustiges erzählen? Ich weiß es nicht. Mir fällt nichts Lustiges. Ich erzähle euch immer irgendwas Lustiges. Keine Ahnung. Mein ganzes Leben ist lustig. Warum ist die eine... Danke. Leckt ja gar nicht. Oh, Entschuldigung, Isran. Stirb, Stalf! Okay. Ich merke gerade, dass das Spiel ganz schön laut ist anscheinend, wenn ich mit dem Feuerball da rum Feuer balle. Lass niemanden überleben. No. Wer ist das? Jetzt gehört ihr mir. Und? Fällt euch das? Woher seid ihr gekommen? Oh, Gunnar ist gestorben, oder? Hey, pass ein bisschen auf. Ich wusste es. Auf eure Tricks falle ich nicht rein. Stirb wie ein Galmo. Das wird euch eine Lehre sein. Was gibt's denn hier eigentlich alles für Bücher? Ah, ist alles egal. Ja, Serana, Baby, lassen wir durch. Dankeschön. So, jetzt richtiger Kampf, richtiger Fight. Was, hier gibt's noch einen? Niemand stellt sich in ihren Weg. Ich nehme mal die Pfeile mal mit. Mal gucken, was passiert. So, speichern. Nein, nicht richtig speichern. Oh, nur schnell speichern. So. Serana, meine Geliebte. Ich sehe, dass... Kennen wir auch alles. Tschüss. So. Jetzt hat der... Oh doch, das hat funktioniert. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das war jetzt... Ich habe nicht mal einen richtigen Fall benutzt. Oh Mann, ey. Das ist jetzt schon traurig. Ihhh.
Harkons Schwert nehme ich natürlich mit. Trank des Blutes. What? Man spricht den vampirischen Nähren von menschlichen Vampiren. Vampire heilen 100. Kann man gut verkaufen vielleicht. Nun, das wäre jetzt erledigt. Und was werdet ihr jetzt machen? Ich bin mir nicht sicher. Ich bleibe vermutlich bei der Dämmerwacht. Jedenfalls so lange, wie sie es mir erlauben. Sie sind ehrenwerte Kämpfer und ich glaube, sie verstehen jetzt, warum ihnen ein Vampir auf ihrer Seite von Nutzen sein kann. Wenn ihr natürlich weitere Abenteuer geplant habt. Hätten wir sie gerne dabei? Das nächste, was wir machen, sind erstmal wieder ein paar Nebenmissionen und dann kommt Hearthfire. Ist sie da von Nutzen? Ich hätte euch gerne dabei. Das wollte ich hören. Was? Ja. Die Bestie ist also vernichtet. Nicht nur das, auch Auriels Boot. Es ist vorbei. Er ist tot und die Prophezeiung stirbt mit ihm. Vermutlich ist das nicht ganz einfach für euch. Ich glaube, mein Vater ist schon vor langer Zeit gestorben. Das hier war nur das Ende von etwas anderem. Ich habe getan, was getan werden musste. Mehr nicht. Ich glaube, dass ihr vielleicht... Ich glaube, dass ihr mehr als das getan habt. Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Wie wär's mal mit ein paar nette Worte? Ach, alle Vampire sind ja gar nicht so scheiße. Ja? Da hat gerade was geatmet, habt ihr das gehört? So ein... Gut, das war's jetzt. Das war jetzt das DLC. Wir sind fertig. Ja. Okay. Komisch. Weil es ist so still, es ist so ruhig, es ist... Es klingt nicht nach einem... Nach einem Win. Ach, guck mal, sogar ein Troll lebt noch hier. Lull. Na, er ist nicht wirklich gerade der redseligste hier. Okay, Leute, also, wir sind fertig. Das war's. Was haben wir denn so zu tun, außer jetzt Drachenblut? Wir haben noch verschiedene, viele kleine Aufgaben. Holy fuck, wir haben ganz schön viele Aufgaben. Aber ich glaube, in der nächsten Folge werde ich erstmal die Alchemisten-Folge machen. Oder, ja, doch, ich glaube ja. Und dann werde ich mich mal in den verschiedenen Missionen widmen. Oder noch Orte entdecken, die wir noch nicht entdeckt haben. Wie zum Beispiel unten die Burg, Dunkellichtturm oder hier Lagerspur, Festung Grünwall, Nordwindspitze. Diese ganzen Dinge hier gerade auf der Seite. So viele Sachen, die wir noch nicht entdeckt haben. Aber ich glaube, die sind doch alle questbedingt. Für irgendeine Quest sind die schon da. Gut, Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hätte sie jetzt auch, sie wäre jetzt noch kürzer, wenn wir das nicht jetzt alles normal machen hätten müssen. Wegen dem einen scheiß Pfeil. Gut. Drachenbrücke. Aussichtspunkt, okay. Wir werden mal in der nächsten Folge verschiedene Missionen machen. Das alte Thumbnail kehrt also wieder. Und dann nach ungefähr 10 bis paar mehr Folgen kommt dann Hearthfire. Das heißt, wir werden uns unser Grundstück suchen, mit Serena zusammen, werden ein Leben führen und werden dann Einrichtungssachen kaufen und so weiter. Das wird eine sehr langweilige Zeit wahrscheinlich für viele, ohne richtig viel Action. Aber dafür, ja, meine sehr ruhige Zeit, die muss auch mal sein, finde ich, in Skyrim.
wir hatten jetzt fast knapp 300 Folgen lang Action. Es muss auch mal was Entspanntes kommen. Wir sehen uns zum nächsten DLC. Wir sehen uns morgen, morgen zu einer weiteren Folge von Skyrim. Haut rein und ciao.